Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich bin Janine und spreche heute mit euch über die Bücher, die neu einziehen durften im Juni. Und natürlich auch die, die ich im Juni gelesen habe. Doch bevor wir das machen können, muss ich euch einmal sagen, dass das hier eine Dauerwerbesendung ist. Einfach weil ich euch Bücher zeige, die ihr dann vielleicht auch haben wollen würdet. Da steht das auch nochmal und ich werde euch natürlich alles unten in die Infobox verlinken, damit ihr das dann auch ganz leicht wiederfinden könnt. Ja, zuallererst, es gibt eine kleine Änderung auf diesem Kanal, wie ihr im Titel vielleicht schon gelesen habt. Keine großartige, also ich mache weiter und so, alles gut. Aber es wird nur noch ein Video die Woche geben. Bisher habe ich es ja immer so gemacht, dass mittwochs und sonntags ein Video hochgeladen wurde. Doch so auf Dauer ist das doch ganz schön viel. Auch wenn es natürlich Spaß macht, aber ich möchte es gerne einfach mal ausprobieren, wie es ist, nur ein Video die Woche hochzuladen, um zu gucken, fehlt mir dann was? Habe ich genug Platz für die Sachen, die ich machen möchte? Oder passt das ganz gut? Dazu hatte ich auch vor einigen Wochen hier eine Abstimmung gemacht und es war echt eine knappe Sache. Aber die meisten haben hier tatsächlich auch für nur ein Video die Woche gestimmt, deswegen hoffe ich, dass das auch so in eurem Sinne ist. Wenn ich sage ein Video die Woche, das wird dann immer sonntags hochgeladen werden, so wie das jetzige auch. Es kann natürlich trotzdem sein, wenn es mir in den Sinn kommt, dass vielleicht hin und wieder doch noch mal ein zweites kommt. Also kann man das jetzt erstmal so als Testphase sehen, aber wenn ich damit soweit zufrieden bin, dann wird es wahrscheinlich auch so beibehalten werden. Ja. Könnt ihr ja mir gerne mal schreiben, was ihr davon haltet, falls ihr für zwei gestimmt habt oder so. Es wird halt auch hauptsächlich so sein, dass dadurch dann die Einzelbesprechungen wegfallen. Ich denke mir mal, dass das kein großer Verlust ist, denn so viele Leute haben die meistens gar nicht geguckt. Deswegen. Ja, das wird dann zwangsläufig auch dazu führen, denke ich, dass dann die Videos, die dann hochgeladen werden, vielleicht auch einfach ein bisschen länger werden, weil es kein Neuzugänge- und Monatsrückblick-Video mehr geben wird, sondern es ist einfach ein Lesemonat Juni, wo ich dann eben alle Bücher zeige, neue und gelesene, also alles kompakt zusammen. Deswegen, ich weiß noch nicht, wie lange das Video dauern wird. Ich werde mir halt dann dementsprechend hier auch mehr Zeit nehmen, die Bücher zu besprechen, weil ich sie halt nicht nochmal in den Einzelvideos besprechen werde. Genau, nur so, damit ihr wisst, was auf euch zukommt. Und ja, ihr könnt mir auch gerne eure Meinung natürlich unten dalassen. Ja, fangen wir einfach mal an. Ich würde jetzt einfach sagen, dass ich mit den Büchern anfange, die neu dazugekommen sind. Und dann kommen die Bücher, die ich gelesen habe. Und dann kommt noch so ein bisschen anderes Kram, so wie ich es im Monatsrückblick auch mache. Sprich, womit habe ich mich beschäftigt? Was habe ich vielleicht noch Kreatives gemacht und so? Kennt er ja vielleicht. Ja, das erste Buch, das ich mir geholt habe, irgendwie hat mich das angeguckt. Ich weiß auch gar nicht mehr, wo ich das gesehen habe. Von Ian Mortimer, Im Rausch des Vergnügens. Eine Reise in das England von Jane Austen und Lord Byron. Dadurch, dass ich ja auch gerne hin und wieder mal Klassiker lese von Jane Austen, den Bronte-Schwestern und auch so diese Zeit total gerne mag, in der die Autoren gelebt haben, dachte ich, könnte dieses Buch etwas für mich sein. Denn es geht einfach um die Zeit, in der die Autoren oder ja, die damals eben bekannt waren, gelebt haben. Was hat die so, womit haben die ihre Zeit ja, verbracht? Was haben die so getrieben? Was hat den Zeitgeist dort ausgemacht? Solche Sachen gibt es hier wohl zu entdecken und da freue ich mich auch schon sehr drauf. Und ich glaube, es könnte eigentlich noch in den Sommer passen, aber mal gucken, wann ich es lesen werde. Wenn ihr es gelesen habt, auch die anderen Bücher, sagt es mir gerne oder schreibt es mir gerne viel mehr in die Kommentare. Ja. Bin gespannt. Am liebsten irgendwie würde ich da jetzt schon so reingucken, aber ich habe da erstmal noch andere angefangene Bücher. Ja, das nächste Buch hat mir jemand, ich weiß es nicht mehr, ob es mir jemand hier von euch empfohlen hat oder jemand auf TikTok, aber derjenige oder diejenige wird es dann wohl wissen. Und zwar, wie man einen Prinzen tötet. Ist auch nicht so dick. Ich denke, das ist mal nett so für zwischendurch. Habe ich noch nicht gelesen.
Und es geht wohl darum, dass eben verschiedene Prinzessinnen zwangsverheiratet werden sollen an einen recht sadistischen Prinzen. Und als Mara, glaube ich, soll sie so heißen, dasselbe Schicksal zu drohen scheint, beschließt sie eben, nein, ich heirate den nicht, ich füge mich dem nicht, ich überlege mir, wie ich den töten kann. Ja, und das finde ich, hört sich sehr interessant an und da bin ich auch schon sehr gespannt drauf. Und es war halt eine Empfehlung von euch, sage ich jetzt mal so. Und ja, da freue ich mich auch schon drauf. Und eigentlich war, hätte ich es gestern schon fast angefangen zu lesen, aber dann habe ich mich doch für Babel entschieden, weil mich das auch schon die ganze Zeit so anguckt. Hatte ich ja auch in meinem letzten TVA-Video gesagt, dass ich das gerne demnächst lesen möchte. Bisher gefällt mir Babel ganz gut. Mal gucken, wie es weitergeht. Aber das hätte ich auch schon gerne gelesen. Aber leider kann man ja nicht alle gleichzeitig lesen. Das ist ja immer so ein bisschen das Problem. So, dann, da bin ich auch schon sehr gespannt drauf. Wie heißt sie denn nochmal? Donnerstags, die geheime Geschichte. Hatte ich ja gelesen, fand ich ja so mittelgut, obwohl es ja wirklich nicht schlecht war. Der Schreibstil und alles war ja auch gut und ich weiß, viele von euch haben das gemocht. Deswegen, weil ich von der Idee her die Geschichte spannend fand, habe ich mir noch geholt If We Were Villains. Habe ich auch schon das ein oder andere Mal gesehen. Sieben Freunde, rücksichtsloser Ehrgeiz, ein geheimnisvoller Todesfall. ML Rio erzählt eine atemberaubende Geschichte über Freundschaft, Liebe und Verrat, das perfekte Buch für Fans von Donna Tartt. Jo, da steht's auch nochmal. Geht wohl auch darum, dass eine Gruppe von Freunden eben einen Mord verüben und was das denn wohl so für Auswirkungen hat. So grob einmal angerissen, genau weiß ich es natürlich noch nicht. Irgendwie finde ich das Cover auch ziemlich cool. Von der Dicke, ja, ist okay. Und ja, da bin ich auch schon sehr gespannt drauf. Mal gucken, ob mir das dann besser gefallen wird als die geheime Geschichte oder nicht. Mal sehen. Auch da gerne her mit euren Meinungen, wenn ihr es schon gelesen habt. Das gibt es ja auch schon ein bisschen länger, jetzt noch nicht allzu lang, aber ich habe es halt schon häufig gesehen. So, dann habe ich mir ein Buch aus dem Fester Verlag geholt von Kate Alice Marshall. Ich lebe noch. Das hatte ich schon länger auf meiner Wunschliste und da ich auch gerne noch einen Neuzugang aus dem Fester Verlag hätte, habe ich mir dieses hier geholt und geht um so eine, ja, oder ist so eine Survival-Geschichte, nenne ich es mal. Da ist es eben so, dass ein Mädchen irgendwie in einem Wald wohnt und die Hütte wird gestürmt. Somit ja, sterben ihre Eltern, weil die dann dort eben erschossen werden. Und sie hatte halt das Glück, in Anführungsstrichen, sich verstecken zu können, aber muss jetzt halt zusehen, wie sie im Wald überlebt, beziehungsweise in der Wildnis. Und nicht, dass das schon ja, genug Probleme sind, der Winter naht dann halt auch noch. Und ja, sie hat zumindest ihren Hund dabei, sehe ich gerade. Ja, da bin ich schon sehr gespannt drauf. Wer vielleicht das Mädchen von Stephen King kennt, ich erhoffe mir halt sowas Ähnliches, sage ich mal so. Da war es ja auch so, dass so ein Mädchen sich im Wald verläuft und dann zusehen muss, wie sie überlebt. Hier ist es natürlich noch ein bisschen dramatischer, weil die Eltern tot sind. So, dann habe ich bekommen, das habe ich von meiner Mutter geschenkt bekommen, und zwar Alison Noel Stealing Infinity. Ein süchtig machendes, cleveres, modernes Fantasy-Epos, sagt Tracy Wolf. Sogar mit Farbschnitt. Ich finde ja Farbschnitte aktuell auch so schön. Und ja, hier bin ich auch schon sehr gespannt drauf. Das ist der Auftakt einer Reihe. Ich weiß noch nicht, wie viele Bände es geben soll. Auf YouTube habe ich es noch nicht gesehen, aber auf TikTok schon das ein oder andere Mal. Ich lese euch einfach mal den Klappentext vor. Als Natascha in einem zwielichtigen Club zuerst ihren eigenen Grabstein entdeckt und dann das Bewusstsein verliert, gerät ihr Leben völlig aus den Fugen. Die Einladung an die elitäre Grey Wolf Academy kommt mehr als unvermittelt, ebenso wie das Interesse, das der geheimnisvolle Braxton plötzlich an ihr hat. Doch Natascha findet bald heraus, dass das größte aller Mysterien in ihrer Vergangenheit liegt.
Ja, es könnte es natürlich sein, dass man hier so ein Dark Academia Setting hat vielleicht. Und so der erste Satz mit dem Grabstein hat mich schon irgendwie angesprochen. Mit der Liebesgeschichte, dass da jemand plötzlich Interesse an ihr hat, hoffe ich, dass das nur so nebensächlich ist. Damit komme ich ja immer gut klar. Wäre nur doof, wenn das jetzt so Hauptstory ist. Aber vom Klappentext, finde ich, hört es sich nicht so an. Und das Cover ist auch schon ziemlich cool. Und die Aufmachung des Buches natürlich auch. Deswegen bin ich da auch schon sehr gespannt drauf. So, das nächste Buch, das ich gucke gerade nochmal auf meine Liste, bekommen habe, ist ein Rezensionsexemplar gewesen aus dem Bloggerportal. Das habe ich auch schon gelesen. Und hier werde ich euch jetzt auch schon mal die Story zu erzählen, weil ich es ja schon gelesen habe. Genau, Rezensionsexemplar heißt, habe ich kostenfrei bekommen, um es zu lesen und mit euch zu besprechen. Und zwar Außerirdisch, ein Science-Fiction-Roman. Und irgendwie muss ich gerade schon wieder ein bisschen grinsen, weil das schon ein bisschen lustig war, das Buch. Und es hat mir echt richtig, richtig gut gefallen. Ich habe dem, glaube ich, 4 Sterne gegeben. Ich sage euch gleich auch warum. Ich denke auf jeden Fall, dass das auch ein Buch für alle diejenigen sein könnten, die jetzt keine Lust auf einen riesigen Science-Fiction-Epos haben mit 8 Bänden oder irgendwie was, sondern das auch mal ausprobieren möchten, wie jetzt zum Beispiel die Erzählerin, das, was ich euch letztens mal vorgestellt hatte. Das war ja eher ein Kinderbuch. Aber das hier ist auch mal was Nettes für zwischendurch, um in das Genre mal reinzuschnuppern, würde ich sagen. Und ich fand es richtig gut, hatte so den einen oder anderen Punkt, wo ich denke, naja, aber da konnte man drüber hinwegsehen, fand ich. Hier geht es nämlich um Jack. Der hat einen richtig, richtig miesen Tag. Er ist vom MIT geflogen oder er ist dabei, darunter zu fliegen, sage ich mal. Und hat dann auch noch einen Autounfall. Ja. Als er dann den Schaden seines Autos begutachtet, merkt er, dass er irgendwo gegengetreten ist. Aber da ist nichts. Aber da liegt schon was, aber er sieht's nicht, weil es ist unsichtbar. Ja, und so findet er heraus, dass er ein Alien überfahren hat. Passiert auch schon ganz am Anfang, deswegen, das ist auch so gesehen kein Spoiler. Und ja, befindet sich dann in einer lustigen Situation wieder, denn er hat, wie gesagt, ein Alien überfahren. Er nimmt es erstmal mit nach Hause und packt es in die Kühltruhe und ruft dann gleich seine 2 Freunde an und fragt dann, ja, was sollen wir jetzt bloß tun? Den Sternabzug gab es, weil die waren alle so, jo cool, du hast ein Alien überfahren, lass jetzt mal gucken, wo das Raumschiff ist. Die haben das so locker gesehen, die waren gar nicht so schockiert, oh Gott, ein Alien, sondern so, hey cool, lass uns mal ein Abenteuer starten. Aber das machte irgendwie auch so den Witz des Buches aus. Und was ich halt auch noch richtig cool fand, war, dass immer so ganz viele Parallelen jetzt, ich sag mal, zu Star Wars, zu Big Bang Theory, zu lauter solche Sachen, zu Star Trek gezogen wurde. Das mochte ich schon sehr gerne. Die haben den Alien, den die da überfahren haben, aus Versehen auch immer Chewbacca genannt, denn zu Anfang war er unsichtbar und sie haben ihn ja nicht gesehen, aber sie konnten fühlen, dass er Fell hat und deswegen haben sie ihn immer Chewie genannt. Ja, kurze Zeit später haben sie sich auf die Suche gemacht nach dem Raumschiff, weil wo ein Alien ist, da muss ja irgendwie auch ein Raumschiff sein, haben das gefunden und dort gibt es einen Bordcomputer, der dann mit denen gesprochen hat, den sie aufgrund seines oder ihres Charakters Sheldon genannt haben. Und Sheldon hat ja sich quasi mit dem Internet vernetzt und immer mehr über die Menschheit herausgefunden und auch die Sprache immer besser gelernt. Und halt auch Beleidigungen, Witze, lustige Sprüche und sowas alles. Und der ärgert die eigentlich die ganze Zeit. Und das fand ich schon ziemlich cool gemacht. Es hat echt Spaß gemacht zu lesen. Einerseits hätte ich allerdings gedacht, dass es mehr im Weltraum stattfinden wird. Allein schon wegen dem Titel Außerirdisch, ne? Außerhalb der Erde sozusagen. Aber ja, es gibt da mal so einen Ausflug ins Weltall. Aber es spielt hauptsächlich auf der Erde. Denn sie finden raus, dass die Erde noch bedroht ist und versuchen das natürlich zu verhindern, dass die Erde von vielleicht so irgendwelchen Aliens ja beschlagnahmt wird. Ja, kann ich euch auf jeden Fall empfehlen, wenn ihr mal so auf was Lustiges ja Lust habt und mal so in dieses Genre reinschnuppern wollt. Ich denke, dafür könnte das sehr gut geeignet sein. Also mir hat es auf jeden Fall wirklich richtig Spaß gemacht. Ich hatte es auch relativ schnell durch.
Also Empfehlung von mir. So, dann hatte ich eine, oder wie, fangen wir mal anders an. Jenny von Letters und Life liest aktuell mehr Mangas und hat auch da so das ein oder andere Video zu gemacht. Ich gucke ja auch ihre Videos. Und in dem Zusammenhang dachte ich, jo, könntest ja eigentlich auch mal wieder Manga lesen. Ich war jetzt nie so die Riesen-Manga-Leserin. Ich habe in meiner Jugend mal so den einen oder anderen vielleicht mal gehabt und hatte auch vor, boah, das ist auch schon wieder 10, 15 Jahre her, mir mal Sailor Moon angefangen zu sammeln. Habe ich mittlerweile aber auch nicht mehr. Ich glaube, ich hatte auch nur so drei, vier Bände davon. Aber irgendwie hatte ich da wieder Lust zu bekommen und dann hat sie mir einen empfohlen. Und zwar The Promised Neverland. So sieht das aus. Ich habe es jetzt noch nicht gelesen und es ist wohl so ein bisschen düsterer und geht um Kinder in einem Waisenhaus. Und dieses Waisenhaus-Setting interessiert mich schon sehr. Und es hat wohl auch nicht allzu viele Bände. Deswegen, da wollte ich mich dann mal dran versuchen und mal schauen, wie mir das gefallen wird. Reingeguckt habe ich noch nicht, aber das werde ich natürlich in Bälde mal tun. Und ich denke, dass man das auch relativ schnell durchhaben wird. Ja, deswegen danke für die Empfehlung. Bin schon sehr gespannt drauf. So, wo geht's denn weiter? Genau, zwei Neuzugänge habe ich noch. Das heißt, es ging eigentlich diesen Monat. Klar, es sind schon 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Bücher. Aber ich hatte ja auch schon mal mehr in den Neuzugängen. Deswegen zwei kommen noch, die auch noch zusammengehören. Apropos Neuzugänge. Na, ich zeige euch erstmal die beiden, die ich mir noch geholt habe. Und zwar hatte ich ja angefangen von Leigh Bardugo die Krisha-Reihe zu lesen. Habe ja die drei Bände auch gelesen und wollte eigentlich mit den Krähenbüchern weitermachen. Habe ich natürlich noch nicht angefangen, obwohl ich da schon sehr Lust drauf habe. Aber man muss ja alles vollständig im Regal stehen haben, wer kennt's? Deswegen habe ich mir auch noch die anderen beiden Bücher des Krisha-Urs geholt. Und zwar, welches war denn jetzt der erste? Naja, auf jeden Fall King of Scar und Rule of Wolves, in denen es, glaube ich, um, genau, Nikolai geht. Ein Charakter, den man schon in der ersten Trilogie kennengelernt hat. Die spiegeln nur ganz schön. Sind auch mit Farbschnitt. Das gefällt mir überaus gut. Und ja, ich muss dazu sagen, mir ist auch schon zu Ohren gekommen, dass das vom Grishaverse wohl die schwächste Reihe sein soll. Das mit den das Lied der Krähen soll die beste oder stärkste sein. Und das halt die schwächste. Und mal gucken. Aber ich habe sie schon mal. Und wenn es mich überkommt, kann ich es lesen. Ja. Hauptsache, ich habe schon mal im Regal stehen, ne? So, was ich zu den Neuzugängen sagen wollte. Ich würde jetzt tatsächlich in den nächsten ein, zwei Monaten vielleicht mal versuchen, nicht so viele Neuzugänge mir zuzulegen, einfach weil der Platz auch immer knapper wird. Na gut, hier und da habe ich noch die eine oder andere Lücke oder da. Aber ich habe in meinem Bastelzimmer ja noch den Bücherwagen stehen und wenn das gelesen wird, wandert das ja alles ins Regal. Deswegen hier habe ich auch schon angefangen zu stapeln, da oben habe ich angefangen zu stapeln. Der Platz wird einfach irgendwann immer weniger werden. Und ich weiß noch nicht, was ich dann tue, wenn er aufgebraucht ist. Ich habe eigentlich nicht vor, aufzuhören, Bücher zu kaufen oder aufs Tablet bzw. Kindle umzusteigen. Ich habe ja schon ein Kindle, aber ich benutze ihn nicht. Wer hätte das gedacht? Aber früher oder später werde ich es wohl benutzen müssen. Ja, auf jeden Fall, es werden neue Bücher einziehen, keine Frage. Aber ich möchte versuchen, das zu reduzieren und vielleicht dann nur noch irgendwie, keine Ahnung, 4, 5, 3, 4, 5 im Monat mir zuzulegen. Und dadurch, dass ich jetzt ja auch so ein kompaktes Video mache, quasi ein Lesemonatsvideo, wo Neuzugänge und gelesene Bücher sind, habe ich jetzt auch nicht mehr so den Druck in Anführungsstrichen für so ein Neuzugänge-Video wieder neue Bücher ranholen zu müssen. Deswegen, das entlastet mich auch ein bisschen, das so zu kombinieren. Und vielleicht schaffe ich es ja, weniger zu kaufen. So wie ich mich kenne, wahrscheinlich nicht.
Aber ich habe es mir jetzt vorgenommen und ich habe es euch jetzt erzählt. Deswegen muss ich mich eigentlich auch dran halten. Mal gucken, wie das denn so klappt. Ja, könnt mir ja mal sagen, wie ihr das so macht. Gibt ja auch so diverse Regelungen. Wenn man eins gelesen hat, kann man eins kaufen, so nach dem Motto. Aber ja, manchmal schaffe ich es ja auch schon so, um die 10 Bücher im Monat zu lesen. Aber wenn dann 12 reinkommen, dann habe ich es ja wieder, ne? Ist ja wieder der Sub größer. Naja, soweit der Plan. Mal gucken, weil ja, eigentlich brauche ich ja auch keine neuen Bücher, weil ich habe noch 250 ungelesene. Ich könnte 2 Jahre lang einfach lesen, ohne mir Bücher zu kaufen, aber, oder vielleicht auch 3. Aber ja, ich habe mir auch schon das ein oder andere Buch vorbestellt, deswegen ist Trudeln sowieso neuer ein in den nächsten Monaten oder auch Rezensionsexemplare. Aber ich will wirklich versuchen, mich zu zügeln und nicht so immer ohne drüber nachzudenken, quasi welche zu holen, sondern das schon ein bisschen achtsamer zu gestalten und sagen, ja, willst du das jetzt wirklich haben? Brauchst du es jetzt wirklich? Würdest du es direkt lesen? Wahrscheinlich würde ich vieles dann mit Nein beantworten und müsste es eigentlich nicht bestellen. Naja, aber die ein oder andere Neuerscheinung ist auch schon vorbestellt. Deswegen, es wird jetzt nicht so sein, dass es keine Neuzugänge mehr gibt, aber ich versuche es zu reduzieren. Ja. So, jetzt kommen wir zu den Büchern, die ich im Juni gelesen habe. Es waren tatsächlich nicht so viele, sondern 5. Das eine habe ich euch ja schon besprochen und ich habe allerdings auch noch 2 Hörbücher gehört bzw. beenden können. Also so gesehen könnte man sagen 7, aber eben 2 davon waren Hörbücher. Ja, das erste Buch, das ich gelesen habe, jetzt habe ich das hier ein bisschen umgeräumt und falsch sortiert, ist von Brian Keene, Ghost Walk, Fahrt des Unheils. Hatte ich mir auf der Leipziger Buchmesse gekauft. Hat 3 Sterne bekommen, kann man mal lesen. Aber ich fand es nicht gruselig. Von der Idee her hörte sich das echt gut an, aber ich fand es nicht gruselig. Im Nachhinein habe ich gesehen, dass es um diesen Protagonisten, der hier drinne vorkommt, wohl noch mehrere Bände gibt, zumindest im Englischen. Im Deutschen müsste ich nochmal recherchieren, vielleicht kommen die auch noch. Aber man kann ihn so als Standalone an sich schon lesen. Ja, Halloween steht vor der Tür und in Lehorns Hollow soll eine Spukattraktion, boah, ich kann heute nicht reden, eröffnet werden. Und es hörte sich eigentlich ganz cool an, weil die wollten im Wald quasi so einen Geisterpfad hinbauen. Wenn man da so langläuft, sollen am Rande des Weges irgendwelche Spukgestalten stehen, irgendwelche gruseligen Sachen, verkleidete Menschen laufen darum. Hörte sich ja so schon mal ganz interessant an. Nebenbei, wo sie diese Attraktion aufbauen, passieren in diesem Ort so ein bisschen unheimliche Sachen, in Anführungsstrichen unheimlich, weil ich fand es irgendwie leider nicht gruselig. Ich weiß es nicht, woran es lag. Im Wald gab es nämlich so eine Art Steinkreis und jemand ist da hingegangen und hat gesehen, oh, da liegen ja gravierte Steine rum, beziehungsweise war da was eingemeißelt. Und hat dann einen angehoben, der war richtig schwer eigentlich auch, und hat dann damit was freigesetzt, weil da drunter war ein Loch. Und dann kam quasi so eine böse Dunkelheit raus, die dann auch Besitz von diesem Mann ergriffen hat und noch von anderen Leuten Besitz ergreifen wird. Und lässt die alle quasi so für sich arbeiten, auch auf den Geisterpfad bezogen, denn das Böse erhofft sich dann irgendwie die Menschen zu fressen oder auszusaugen, was auch immer, wenn die dann da diesen Geisterpfad langlaufen. Parallel gab es noch Levi Stolzfuß. Das ist so ein, den fand ich schon sehr interessant gemacht oder es war ein interessanter, ich komme gerade nicht aufs Wort, skurriler Charakter, fand ich. Denn er war mal ein Amisch. Ist es nicht mehr, ist trotzdem noch sehr gläubisch und läuft auch noch in den Klamotten rum, versucht auch Elektrizität zu meiden, fährt immer mit seiner Kutsche durch die Gegend oder auf seinem Pferd
Und der spürt, dass da was im Busch ist und ja, möchte eben dagegen angehen, gegen dieses dunkle Böse. Was mir sehr daran gefallen hat, war so diese ganzen okkulten Sachen, die hier in diesem Buch drinne vorkommen. Alles, was dieser Levi Stolzfuß da erforscht hat, wie er es gemacht hat, fand ich sehr sinnig und schlüssig und auch passend zu Sachen, die ich über diese Thematiken schon mal gelesen habe. Das kam mir dann nicht so sehr aus den Fingern gezogen vor. Sagt man das so? Naja, auf jeden Fall, das fand ich gut gemacht, gut durchdacht, auch immer mit Erklärungen und allem. Und wie gesagt, die deckten sich mit Sachen, die ich über diese Thematiken schon mal gelesen habe. Aber der Autor hat sich das Ende auch wieder sehr einfach gemacht. Deswegen 3 Sterne hat es bekommen. Das heißt, es ist ja auch nicht schlecht. Aber ich hatte mir eher mehr erhofft, mehr Horror, mehr Grusel. Das konnte mich irgendwie, ja, hat mich nicht so gefangen genommen, der Horror und Grusel, der hier drinne vorgekommen ist. Aber ich mochte halt den Charakter und auch so die Thematik und so weiter. Zwischendurch kam es einem schon ein bisschen abgedreht vor, aber wie gesagt, alles gut erklärt und belegt, sodass es dann für mich wieder in Ordnung war, so kann man sagen. Aber wer hier jetzt krassen Horror erwartet, ganz viele Gräueltaten hast du nicht gesehen, ist hier leider, glaube ich, ein bisschen falsch. Es ist so ein bisschen, ja, es sterben auch Leute und so, aber es ist halt nicht so gruselig gemacht irgendwie. Ja, könnt ihr mir ja gerne mal schreiben, ob ihr das auch gelesen habt. Das ist ja, glaube ich, auch ein recht neues Buch gewesen. Aber ich mochte den Charakter ziemlich gerne. Das war schon interessant. Ja, und um diesen Levi Stolzfuß gibt es wohl mehrere Romane, was ich so gesehen hatte. Und das könnte vielleicht auch interessant sein, mehr über ihn zu erfahren, was ihn vielleicht auch dazu getrieben hat, kein Amischer mehr zu sein und so weiter. Weil, ja, er auch nur so grob angerissen wird, was es so, ja, was seine Persönlichkeit und so weiter ausmacht, warum er da gelandet ist, warum er kein Amischer mehr ist und so. Aber man hat jetzt nicht so das Gefühl, dass einem hier sehr viele Informationen fehlen. Mir ist es halt nur aufgefallen, dass es im Englischen um ihn mehrere Teile gibt. Ja, so viel. Huch, ich hoffe, das hat jetzt kein komisches Geräusch gegeben. So viel zu diesem Buch. Dann ein kleines Highlight für mich. Habe ich endlich gelesen von Travis Baldry, Magie und Milchschaum. Ja, ich habe da schon so lange drauf gewartet, auf dieses Buch. Ich habe es noch mit Farbschnitt. Ich hatte es, glaube ich, bei Franzi von Tintenkrähe im Englischen gesehen gehabt. Das war dann auch ein anderes Cover. Wo dann eben die Orkin und die Succubus hat es gerade gekitzelt, drauf abgebildet waren. Und seitdem ich das schon im Englischen gesehen hatte, ich bin ja nun mal leider nicht so die Englischleserin, um nicht zu sagen, gar nicht, habe ich schon lange darauf gewartet, dass es das endlich mal auf Deutsch geben wird. Und jetzt gibt es das ja und ich habe es auch gelesen und es hat mir richtig, richtig gut gefallen. Und ich habe auch schon gesehen, dass im Englischen ein zweiter Teil schon angezeigt wird. Wobei man den auch einzeln lesen kann. Es ist jetzt nicht so, dass der hier mit einem Cliffhanger endet, aber es geht wohl um ja, mit dem Protagonisten einfach weiter. Und wenn das auf Deutsch irgendwann erscheint, dann würde ich das natürlich auch gerne weiterlesen. Ja, worum geht's denn hier überhaupt? Wir haben hier eine Orkin. Liv heißt sie, glaube ich. Nee, Viv. Nicht Liv, Viv, ich und Namen. Naja, auf jeden Fall eine Orkkriegerin, deren Leben eigentlich immer ums Kämpfen ging und sie hat da irgendwann keine Lust mehr drauf und möchte einen anderen Lebensweg einschlagen, was als Orkin aber auch gar nicht so einfach ist, weil wenn man sie sieht, denkt man immer natürlich an eine Kämpferin, was jetzt auch mit Vorurteilen natürlich wieder zu tun hat. Und sie hat sich so gedacht, ich möchte gerne ein Café eröffnen, denn ich bin des Kämpfens müde. Sie hat auch so ein kleines Relikt mit dabei, von dem sie sich erhofft, dass ihr das dabei helfen wird, das so eine Art Glück bringen soll, was aber am Ende noch für so ein bisschen Trubel dann sorgt. Also geht sie hin, sucht sich einen Ort aus und fängt dann an, dort dieses Café zu eröffnen, zu bauen, herzurichten.
und lernt auch währenddessen immer mehr Leute oder auch Wesen kennen, denn hier haben wir auch Feen und Elfen, Succubus, Kobolde, Zwerge, alles, was es in einer Fantasy-Welt so gibt. Und es ist wirklich richtig, richtig cozy Fantasy. Das heißt, auch Leute, die gerne die Bücher von T.J. Klune mögen, könnten hier auch ihren Spaß dran haben, weil es passiert nichts Großartiges, Schlimmes. Und es ja, ist schon High Fantasy, aber sehr cozy. Und ja, wir begleiten sie halt, wie sie dieses Café eröffnet, mehr Leute kennenlernt. Und jeder kann irgendwie was, so lernt sie dann noch einen Bäcker kennen. Oder die eine Succubus, die ihr dann im Laden hilft. Ein Kobold, der handwerklich sehr begabt ist. Einen Barden, der singen kann und lauter solche Sachen oder Leute. Die finden sich dann hier alle zusammen und machen eben ein richtig schönes, magisches Café dann eben aus. Deswegen viel mehr möchte ich hier auch gar nicht so zu sagen, um auch nicht alles irgendwie so vorwegzunehmen. Am Ende gibt es dann noch so ein bisschen Action, in Anführungsstrichen. Aber jetzt nicht so großartig, weil jetzt hier richtig Spannung und ja, viel Gekämpfe oder so erwartet. Für den ist das wahrscheinlich nichts, aber wer so Lust auf seichte, cozy Fantasy hat, für den könnte es auf jeden Fall was sein. Irgendwie bin ich überbelichtet, glaube ich. Naja. Und hat auch 5 Sterne von mir gekriegt und ich fand auch das Ende, fand ich gut gemacht und auch recht herzerwärmend. Und ja, gerade allein auch schon, wenn man Kaffee mag und süße Gebäcke und sowas alles, könnte man hier schon ja auf der richtigen Seite sein, sage ich mal so. Und bin dann gespannt, ob der zweite Band dann auch bald auf Deutsch erscheint. Wenn ihr das wisst, sagt mir gerne Bescheid. Im Englischen ist er schon angekündigt, wie ich es gesehen hatte, aber im Deutschen habe ich noch nichts dazu gefunden. Ich überlege gerade, ob ich irgendwas vergessen habe. Ja, das Einzige ist, was mich hier dran so ein bisschen gestört hat, ist der Klappentext. Versuch den Klappentext nicht zu lesen, denn er verrät irgendwie schon so ein bisschen das Ende. Das fand ich blöd. Aber ansonsten hat es mir richtig gut gefallen. So, was habe ich denn noch gelesen? Ja. Ich habe es endlich geschafft, von Isabel Allende das Geisterhaus zu lesen. Irgendwie ist es doch ganz schön hell. Naja, ich hoffe, ihr seht das alles. Muss ich gleich nochmal gucken. Ich hatte dazu den Film gesehen, den haben wir auch schon häufiger mal gesehen und habe dann irgendwann gesehen, oh, das basiert ja auf einem Buch und dachte, hey, holst du dir das Buch und habe es jetzt halt auch gelesen, weil das hat auch diverse Preise gewonnen und es wurde richtig gehypt und ja, ich habe ihm tatsächlich trotzdem 4 Sterne gegeben, weil es das Buch schon irgendwie verdient hat und der Schreibstil unheimlich gut ist. Die Geschichte ist auch unheimlich gut erzählt, gemacht, hat auch fast 1000 Seiten, also wobei es ist ja nur ein kleines Büchlein. Ich glaube, in anderen Ausgaben hat es auch weniger Seiten. Was mich hieran gestört hat, ist, dass es kaum Dialoge gab und dass ich eigentlich so gut wie keinen der Protagonisten mochte. Zeitweise schon, aber irgendwann passiert irgendwas, wo ich sie dann nicht mehr mochte. Und das ist schon blöd, wenn man im Buch, was man liest, niemanden mag irgendwie. Und ja, es gab auch wirklich kaum Dialoge und auch kaum so, was denkt die Person, was denkt die sich dabei, wieso tut sie etwas? Sie tun es halt, aber man weiß nicht warum. Und das hat mich so ein bisschen gestört an diesem Buch. Deswegen habe ich schon geschwankt, eigentlich dem vielleicht auch nur 3 Sterne zu geben, weil es schon viele Punkte sind, die mich gestört haben. Aber aufgrund des Erzählstils und auch der Geschichte hat es dann doch 4 bekommen. Denn das ist so ein Familienepos, das geht über 3, 4 Generationen. Es geht um Esteban Trueba, den Patron, der so Land oder so einen Hof, so ein ja, Land aufbaut, nenne ich es mal so, und das bewirtschaftet und eben Geld damit macht. Und ja, ich weiß gar nicht genau, zu welcher Zeit es spielt. Auf jeden Fall ist es da noch nicht so, dass seine
Mitarbeiter wirklich Gehalt bekommen, sondern sie bekommen nur Kost und Logis sozusagen und Gutscheine, indem sie sich in einem hofeigenen Laden Sachen kaufen können oder gegen diese Gutscheine einlösen können. Und dann geht es irgendwann darum, dass die Leute anfangen zu demonstrieren und ja, ne, möchten bezahlt werden und sowas alles. Das Geisterhaus wird es, glaube ich, genannt, denn ja, ich überlege gerade, wie ich anfange, weil es auch recht viele Leute sind. Esteban Trueba möchte eigentlich dann, als er diesen Hof und dieses Land zu Geld gemacht hat, heiraten. Doch seine erste Braut stirbt. Die zweite Braut heiratet er dann, die die Schwester der ersten Braut ist, Clara. Clara ist ein sehr besonderer Charakter, denn sie hat den Hang zum Okkulten, macht Geisterbeschwörungen, kann mit Geistern so ein bisschen kommunizieren, wobei das alles auch nur so am Rande ist. Das steht leider nicht so im Mittelpunkt und sie ist so eine sehr zarte Person, lebt so in ihrer eigenen Welt und wandelt nur so durch den Tag und es passieren Ereignisse, wodurch sie jahrelang nicht spricht. Als sie dann aber in der Zukunft sieht, dass sie heiraten wird und eben diesen Esteban, es geht ja über viele, viele Jahre, dieses Buch. Das heißt, wir begleiten Clara vom Kind an bis zum Tod. Ja, sie sieht dann irgendwann, dass sie eben den Esteban heiraten wird. Und das tut sie dann auch. Aber man weiß nicht wieso, weil Esteban ist ein richtig, richtig fieser Charakter eigentlich, der halt ja, sexuelle Gewalt an Frauen ausübt und sich immer nimmt, was er möchte. Er ist gewalttätig, jähzornig, ein richtiger Choleriker, könnte man sagen. Und ja, deswegen, man weiß nicht, warum sie ihn heiratet. Und man könnte vielleicht sagen, ja, sie hat die Kinder gesehen, die daraus entstehen, aber auch die haben kein einfaches Leben gehabt. Und ja. So geht es halt um diese Familie. Es ist schwierig, darüber zu reden, ohne zu viel zu spoilern. Deswegen drücke ich mich vielleicht auch ein wenig kryptisch aus. Aber ja, ich mochte Esteban nicht. Clara mochte ich irgendwie auch nicht so richtig, wobei ich sie noch am meisten mochte. Dann hat sie noch eine Tochter und eine Enkelin. Die Tochter mochte ich auch nicht. Die Enkelin mochte ich wieder ein bisschen. Und ja. Was soll man dazu sagen? Schaut es euch selber mal an, bildet euch euer Urteil. Aber es wird halt die ganze Zeit nur so erzählt, er tut dies, er tut das, sie treffen sich hier, sie machen dieses und jenes, sie reden nicht miteinander, keine Dialoge oder nur sehr spärliche, kein Eigenleben, keine eigenen Gedanken, die offengelegt werden. Zumindest wenn dann auch nur sehr spärlich. Und es gibt auch hier so Handlungsstränge, so den einen oder anderen, der mich nicht so interessiert hat. Ich bin aber wirklich überbelichtet, sorry. Ja, deswegen, eigentlich hätte ich dem Buch vielleicht auch nur 3 Sterne gegeben, wenn ich jetzt so drüber nachdenke. Ich versuche mal ein bisschen weiter wegzugehen. Ja, wenn ihr es gelesen habt, schreibt mir mal gerne, wie ihr das fandet. Vom Schreibstil und von der Geschichte hat es das alles schon verdient, aber ja, ich wieder fange an, mich zu wiederholen. Widmen wir uns einfach dem nächsten Buch. Ja, das war auf jeden Fall ein Highlight, denn dieses Buch habe ich gesehen beim Fantastikfreund, bei Michael. Und zwar hatte er empfohlen von Robert McKemmon, Boy's Life. Ich hatte von dem Autor auch schon Die Hexe von Fauntleroy gelesen. Ich fand den ersten Band ganz gut. Irgendwie der zweite hat es mir dann wieder madig gemacht. Das ist ja so eine ganze Reihe über so einen, ja, Gerichtsdiener, nenne ich es mal, der irgendwelche Fälle aufklärt. In seinem ersten Fall halt ja, so ein Hexenprozess. Aber irgendwie konnte es mich im Endeffekt doch nicht packen. Dieses hier aber umso mehr. Fantastikfreund hatte gesagt, dass es so gut ist wie Es von Stephen King oder sogar besser, weil es halt auch so eine Richtung von Coming of Age hat, aber es spielt nur innerhalb eines Jahres und dann sind viele, viele Jahre vergangen und dann hat man nochmal so einen kleinen Einblick in sein Erwachsenenleben.
Ob es jetzt besser ist als es, kann ich noch nicht sagen. Ich glaube, ich muss es auch noch so ein bisschen auf mich wirken lassen. Aber es hat mir nichtsdestotrotz richtig, richtig, richtig gut gefallen. Es wird wahrscheinlich auch ein Jahreshighlight sein. Es hat 5 Sterne von mir bekommen. Das Einzige, also ja, du hattest recht. Das Einzige, ach so, das wollte ich sagen. Ich habe gerade den Faden verloren. Das Einzige, was man wissen muss, es ist kein Horror. Man hat schon so ein bisschen Fantastikelemente, Thriller-Elemente hier mit drinne. Ich kann gar nicht so genau sagen, was das für ein Genre sein soll, weil eigentlich geht es halt um die Kindheit eines Jungen, in dem auch sehr viel passiert. Wie gesagt, leicht fantastische Sachen, Thriller. Es passiert auch Mord und alles Mögliche, was man sich so vorstellen kann. Aber es ist halt kein ausgemachter Horror. Braucht das Buch aber auch gar nicht. Es geht halt um, wie heißt er denn? Corey, genau. Ich kann mir irgendwie keine Namen merken. Es geht um Corey und sein Leben als Jung in diesem Ort, wo er lebt. Wie heißt denn der Ort? Sephyr, Sephyr, irgendwie so. Und wir begleiten ihn ein ganzes Jahr lang. Das Jahr beginnt im Frühjahr, März, April irgendwie. Er ist mit seinem Vater unterwegs, der ist Milchmann und spielt in den 60ern. Das fand ich richtig, richtig gut. Das hat mir so einen Spaß gemacht. Ihr glaubt es nicht. Und deswegen zu der Zeit gab es halt noch Milchmänner, die eben den Leuten früh morgens ihre Milch oder Schokomilch vor die Tür gestellt haben. Und ab und zu durfte er mit und seinem Vater mal helfen. Ja, auf dieser einen verhängnisvollen Fahrt ist dann ein Auto an denen vorbeigefahren, in dem eine Leiche saß, übel zugerichtet. Und das Auto ist halt, ja, steuerlos vor sich hingerollt und dann im See versunken. Denn dort gibt es einen großen, unheimlich tiefen See mit schwarzem Wasser. Und dann war er weg. Das ist so ein bisschen die Nebengeschichte, die uns durch dieses ganze Buch führt. Wer war der Tote? Wer hat ihn umgebracht? Was steckt so dahinter? Dieser Krimi-Thriller-Element, sage ich mal so. Hauptsächlich geht es aber um Corey und um sein Leben und auch so die Freundschaft zu den, ja, er hat, glaube ich, 3 Freunde, 3 Jungs noch. Wie es so ist, einfach Kind zu sein, was die Magie der Kindheit ausmacht, was in diesem Ort alles so passiert. Dort treibt nämlich so ein Wesen auch sein Unheil. Da ist man immer so am Überlegen, ist das eine große Schlange, ein Krokodil? Was wird dann auch irgendwann, weiß man es dann auch. Die gehen jeden Sonntag zur Kirche, da passieren auch manchmal sehr skurrile Sachen, die aber schon so skurril sind, so übertrieben skurril, dass es schon wieder richtig gut ist einfach, weil es so fantasievoll ist, wie ich finde. Ich könnte hier jetzt auch stundenlang drüber schwadronieren, aber da würde ich euch dann, glaube ich, auch zu viel aus der Geschichte wegnehmen. Um es jetzt einfach mal mit Stephen King zu vergleichen. Stephen King ist einfach der König der Charakterausarbeitung. Das haben wir hier nicht so extrem. Bei Stephen King kennt man ja einfach jeden, auch den Typen, der an der Tankstelle arbeitet, was ihn bewegt und was seine Interessen sind. Da weiß man ja einfach alles so gefühlt. Das ist hier weniger gut ausgeschmückt. Das heißt auch so die Freundschaft zwischen den Kindern, sie ist da, aber sie ist nicht so tiefgründig. Sie ist nicht so, ja, bei Stephen King finde ich, macht auch immer so dieses Sprücheklopfen, was die immer machen, was aus. Wie die sich gegenseitig aus Spaß beschimpfen und ärgern, sage ich mal so. Das hat man hier jetzt nicht so. Sie gehen alle recht nett miteinander um. Es fehlt hier halt dieser Horror-Effekt, was bei S natürlich gang und gäbe ist mit S. Darum geht's ja auch. Aber Stephen King hat diese Freundschaft zwischen den Kindern viel, viel besser und tiefgründiger ausgearbeitet. Aber das Buch konnte was, was Stephen King nicht konnte. Und zwar hatte es diese,
Es fällt mir auch echt schwer, das so zu beschreiben, aber einfach so diese Nostalgie, mit der man sich ab einem gewissen Alter vielleicht so an seine Kindheit zurückerinnert und an Sachen, die es damals gab, die es heute nicht mehr gibt. Und so dieses Gefühl einfach, wie es ist, Kind zu sein, in den Sommerferien zu sein, Halloween zu feiern, Weihnachten zu feiern. Wir haben ihn ja hier ein ganzes Jahr mit dabei. Mit seinen Freunden ins Kino zu gehen, Angst dann zu haben, nachdem man einen üblen Horrorfilm gesehen hat. Das hat er hier schon richtig krass hinbekommen. Und dann auch das Ende, das hat mich echt schon zu Tränen gerührt, obwohl es jetzt nicht unheimlich traurig war, aber so dieses Nostalgische, das war so gut einfach. Das hat Stephen King nicht gekonnt. Deswegen in diesem Punkt ist es auch besser. Aber es ist auch schwierig miteinander zu vergleichen, obwohl sie schon so in die gleiche Richtung gehen oder in eine ähnliche Richtung gehen. Aber es war richtig, richtig gut. Also danke für die Empfehlung. Ja, am Ende sind echt Tränen gerollt, obwohl es war jetzt nichts Trauriges, aber so dieses, er ist dann wieder in seine Heimatstadt zurückgegangen und hat gesehen, was daraus geworden ist. Und das war alles so schön und traurig zugleich. Ja, so könnte man es sagen. Große Empfehlung, lest es. Nochmal so zum Abschluss. So, dann habe ich Hörbücher gehört. Und zwar habe ich gehört 101 Essays, die dein Leben verändern. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Die Sprecherin war auch in Ordnung, sage ich mal so. Und man hat richtig viele Denkanstöße. Jetzt muss ich doch nochmal einen Schluck trinken. Alexa, Wohnzimmerlicht aus. Das hat es jetzt irgendwie nicht so gebracht, oder? Alexa, Wohnzimmerlicht an. Naja, irgendwie bin ich gerade mit dem Licht nicht zufrieden. 101 Essays habe ich gehört, hat sehr viele Gedankengänge und Anregungen, die ja zu verschiedenen Thematiken, wie man eben glücklicher werden kann. Und das hat mir echt gut gefallen. Eigentlich hätte ich es, glaube ich, lieber als Buch, dass man vielleicht auch noch mal so nachblättern kann, das eine oder andere auch noch mal nachlesen kann. So nach dem Motto, was hat die da noch mal gesagt? Aber hat mir echt gut gefallen und ich glaube, ich würde mir auch von der Autorin noch das andere Buch holen. Ich weiß nicht, ob als Buch oder als Hörbuch. Ich glaube, das war dann The Mountain Is You oder so. Ich glaube, das gibt es auch schon. Auf jeden Fall, wenn man so ein bisschen Selbstfindungsideen und Anregungen haben möchte, könnte das auf jeden Fall was sein. Dann habe ich beendet. Das hat mir richtig gut gefallen. Auch das hat auch 5 Sterne gekriegt. Ich habe das zweite Buch schon als Hörbuch parat. Ich muss aber erst mal Tommyknockers zu Ende hören, was mir auch gut gefällt. Ist Ready Player One. Wurde ja auch verfilmt. Da habe ich auch tatsächlich zuerst den Film gesehen. Aber das Buch ist besser. Gesprochen von David Nathan. Science Fiction. Dystopie könnte man sagen. So vom Genre her. Richtig, richtig gut gemacht. Für jeden Gaming-Liebhaber, Nerd, für jeden ist einfach was dabei. Das hat mir so unheimlich Spaß gemacht. Das hatte mir ja in Schottland die Hotelrezeptionistin empfohlen und ich dachte, okay, jetzt kannst du es ja mal hören. Und ich ärgere mich so ein bisschen auch, dass ich es nicht gelesen habe, sondern dass ich es als Hörbuch habe. Alles gut gesprochen, alles schön, aber Bücher, die ich so gerne mag, möchte ich eigentlich gerne im Regal stehen haben. Ja, deswegen Ready Player One, große Empfehlung. Da ist es halt so, man ist im Jahr, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall lebt man dort hauptsächlich in einer Gaming-Welt, sage ich mal so, mit Virtual Reality. Man hat dann zu Hause halt so seine, ja, Virtual Reality-Brille auf und lebt hauptsächlich in diesem Spiel, beziehungsweise in dieser Online-Welt ist es vielmehr. Und der, der das erschaffen hat, ist gestorben und hat so eine Art Spiel hinterlassen oder Aufgabe, wer das löst, der wird sein Erbe. Und das sind natürlich Millionen und Abermillionen, was man denn dort erbt. Und das ist schon, läuft schon über Jahre und keiner konnte das Rätsel lösen. Und ja, bis dann eben
Er, dessen Name ich wieder vergessen habe, aufgetaucht ist und sich dessen annimmt. Und wir durchleben quasi alle Computerspiele, die es jemals gefühlt irgendwie gegeben hat, von Pac-Man bis zur heutigen Zeit, irgendwelche Sachen. Und es ist einfach so ein Nerdmania, möchte man es fast nennen. Und so viele Parallelen zu so vielen Sachen werden auch geschlossen. Ach, Herr der Ringe und alles, was es so gibt. Deswegen, ich finde, das lässt irgendwie jedes Nerdherz höher schlagen und hat mir richtig gut gefallen. Ich habe von dem zweiten Teil leider schon gehört, dass er nicht so gut sein soll. Nichtsdestotrotz möchte ich ja es weiterhören. Und was ich auch nochmal so einen ganz interessanten Aspekt fand, dadurch, dass man ja in dieser virtuellen Welt gelebt hat und seinen Avatar gestalten konnte, wie man wollte, hat man nicht unbedingt so ausgesehen, wie man aussieht, sondern vielleicht auch anders. Das hat jeder anders gehandhabt. Und das war dann halt auch nochmal so ein Thema, wenn man dann die Personen oder die Freunde, die man virtuell hatte, im wahren Leben dann kennenlernt und wie die dann wirklich ausgesehen haben oder wer sie waren. Und ja, gut gemacht, richtig spannend, richtig mit Witz und ja, hört es, liest es. Mir hat Spaß gemacht. So, dann kommen wir zu. Genau, also Ready Player One, den zweiten Teil, der ist neu dazugekommen. Das habe ich bei den Neuzugängen vergessen zu sagen, aber jetzt in dem Zusammenhang nochmal, ja, das habe ich mir dann auch geholt. Ich bin ja immer noch bei Audible. Wisst ihr ja vielleicht, der ist neu eingezogen. Ansonsten habe ich mir auch mal wieder. Das wollte ich euch nämlich auch noch erzählen, ein Switch-Spiel geholt. Ich habe ja so lange Animal Crossing gespielt, dann irgendwann Hogwarts Legacy und jetzt habe ich mir mal Stardew Valley geholt. Das suchte ich jetzt aktuell nicht so durch wie jetzt die anderen beiden Spiele, aber das ist so ein ganz nettes Farming-Game für zwischendurch mal, wenn man mal Lust auf Animal Crossing hat, aber eigentlich denkt, oh, das ist schon sehr ausgelutscht, kann man das auch mal machen. Und was ich euch jetzt aber eigentlich zeigen wollte, sind die kreativen Sachen, die ich gemacht habe. Und zwar hatte ich mir fürs Fimo endlich mal wieder neues Fimo bestellt, weil das meins, was ich habe genug Fimo, alles gut, aber das wird halt hart mit der Zeit. Und dann sinkt so ein bisschen die Lust, damit zu arbeiten, weil man das immer so lange weich kneten muss. Und dann hatte ich mir die neuen Fimo-Farben geholt. Da gab es so Galaxy-Farben. Ich weiß gar nicht, ob ihr das so sehen könnt. Naja, auf jeden Fall hatte ich mir die geholt und auch so eine Buchausstechform, einfach damit es effizienter ist, mehrere Bücher herzustellen. Gerade wenn man halt hier mehrere macht, es geht dann einfach schneller. Und habe dementsprechend einfach mal wieder Fimo gemacht und so kleine Buchstapeln gemacht. Hier ist jetzt so ein Eis drauf, das würde mir natürlich im Leben niemals passieren. Upala. Und hier mit einem Schleifchen drauf, immer halt so drei Stück übereinander. Und hier mit so einem kleinen Totenkopf drauf. Der Staubsauger geht gerade los, ich hoffe, ihr hört ihn nicht. Dann noch so andere Fimo-Trendfarben habe ich mir zugelegt. So eine Art Grauflieder und Grün. Pistazie ist, glaube ich, das Grüne. Ah, ich weiß die Namen gerade nicht. Wenn ich sie finde, verlinke ich euch die in der Infobox. Aber eigentlich, wenn ihr da Fimo Trendfarben eingibt, dann werden euch da die neuen Farben schon vorgeschlagen. Genau, deswegen ein bisschen Fimo habe ich endlich mal wieder gemacht. Das begleitet mich ja schon seit Ewigkeiten, seit 10 Jahren mittlerweile. Das mache ich mal mehr, mal weniger. Aber immer mal wieder nach Lust und Laune. Ihr könnt übrigens, wenn ihr jetzt sagt, oh, das war ein hübscher Bücherstapel, habe ich die schon in meinen Shop eingestellt. Ich habe euch sowieso meinen Etsy-Shop immer unten verlinkt. Also wenn ihr irgendwas davon haben wollt, dann guckt da gerne mal rein oder schreibt mich auch gerne an. Ja, ich mache ein bisschen Werbung für mich selber. Manchmal kommt das vor. Ich versuche jetzt halt auch aktuell mich so ein bisschen mehr so auf Büchersachen zu spezialisieren. Eigentlich mache ich ja immer so alles, worauf ich Lust habe. Aber aktuell mache ich also Sachen, die irgendwie was mit Büchern zu tun haben. Wenn es jetzt Fimo ist, dass es eben kleine Bücher sind. Oder wenn ich nähe, dann nähe ich ja häufig aktuell auch diese Buchhüllen. Das ist auch nochmal so ein Thema. Ich weiß nicht, ob die Person mir noch zuschaut, aber eigentlich habe ich schon vor ewigen Monaten mal
den Wunsch bekommen oder wurde mir zugetragen, dass ich diese Buchhüllen vielleicht auch mal mit Reißverschlüssen machen soll, damit die nicht rausfallen, die Bücher, wenn das dann vielleicht in der Tasche so rumfliegt. Und ich habe es nicht vergessen, aber es hat irgendwie jetzt doch sehr lange gedauert, bis ich mich mal dran gesetzt habe. Aber ich habe mich dran gesetzt. Diese beiden Buchhüllen gibt es auch bei mir schon im Shop zu erstehen. Die sind auch schon eingestellt. Und da bin ich auch relativ stolz drauf, weil ich das selber so ausgetüftelt habe und mir jetzt kein Schnittmuster oder so zugelegt habe. Die sind auch so nach eigenen Maßen gemacht, weil man meistens, wenn man andere Schnittmuster nachnäht, das nicht verkaufen darf. Deswegen muss man manchmal dann selber seinen Gehirnschmalz anstrengen, damit das alles rechtens ist. Und ja, gut, eine Buchhülle ist eine Buchhülle, ne? Aber es sind halt meine eigenen Maße, die ich für gut befunden habe. So, die eine sieht so aus. Ich habe hier dann auch noch was drauf geplottet, und zwar Bibliophil. Eine Person, die halt Bücher sammelt und Bücher liebt, aber halt auf Englisch. Und habe hier vorne noch so kleine Täschchen dran gemacht, damit man, wenn man vielleicht Lesezeichen hat oder diese Klebchen da, um sich Stellen im Buch zu markieren, die kann man dann hier reinpacken. Das passt auch alles, alles schon getestet. Und natürlich mit Reißverschluss. Nur man kann halt nicht einfach so hier oben einen Reißverschluss annähen, weil sonst wird das, wenn man es zumacht, so dünn und dann passt das Buch nicht mehr so rein. Deswegen muss man es mit so Seitenteilen, wenn ihr wisst, was ich meine, dran nähen. Und das habe ich halt gemacht. Und dann hat man eben einen Reißverschluss und kriegt das Buch dann hier rein. Ein kleines Stück Reißverschluss ist hier drinnen noch versteckt, weil es vom Nähen her nicht anders ging und damit man es weiter geöffnet bekommt, wenn man das Buch reinpacken will. Und hier passen so Taschenbücher rein, die so, also ich sag mal ganz ehrlich, Boys Life würde jetzt hier nicht reinpassen, weil es einfach zu dick ist. Aber zum Beispiel Magie und Milchschaum, das wäre jetzt kein Problem. Das heißt, so Bücher, die so an die 300, 400 Seiten haben, passen hier auf jeden Fall locker rein. Und auch das ein oder andere dünnere, gebundene Buch passt hier halt auch rein. Und die gibt es schon in meinem Shop. So, und dann habe ich nochmal gemacht, nur in einem anderen Design mit so Tassen drauf und einem anderen Spruch. Reading takes you on the greatest adventures, steht hier drauf, falls ihr es nicht so gut sehen könnt. Aber wie gesagt, mein Shop ist unten verlinkt. Wenn ihr da drauf geht, da sind auch nochmal Bilder, da sieht man das auch nochmal besser. Hier haben wir natürlich auch wieder die Taschen. So sieht das übrigens von der Rückseite aus und eben auch noch mit Reißverschluss. Ja, falls du das siehst, ich habe es nicht vergessen, hier sind sie. Ich habe welche gemacht mit Reißverschluss. Ja, hat nur ein bisschen länger gedauert, aber da sind sie jetzt besser spät als nie, sage ich mal so, ne? So, wollte ich euch noch irgendwas erzählen? Ich glaube nicht, das war es auch soweit. Ja. Jetzt haben wir auch schon eine Stunde fast voll bekommen. Ist ja für meine Videos eigentlich auch unüblich. Ihr könnt ja mal sagen, ob ihr euch darüber freut, dass es jetzt so ewig lange Videos gibt oder ob ihr sagt, ich fand das kürzere besser. Aber es wird wahrscheinlich in Zukunft auch immer so eine Stunde dann sein, das Monatsrückblick-Video, weil dann alles wirklich ein ganzer Monat ja hier drin kombiniert ist. Und dann wird es halt ein bisschen länger, sonst war es ja immer eine halbe Stunde. Ja, schreibt mir gerne alles unten in die Kommentare, was euch auf den Herzen liegt. Findet ihr die Änderungen gut? Soll ich mal was Bestimmtes Kreatives machen? Habt ihr da irgendwelche Ideen für mich? Auch wenn es dauert, irgendwann mache ich es dann bestimmt. Habt ihr eins der Bücher schon gelesen? Das würde mich auch interessieren. Welches war euer Highlight im Juni? Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, aktiviert das Glöckchen, dann verpasst ihr nichts. Ich freue mich immer über jeden, der neu dazukommt. Und dann hoffe ich, ihr habt eine schöne Zeit, lasst euch nicht ärgern und dann sehen wir uns ganz bald wieder, wenn ihr mögt. Macht's gut!